Ich begrüße Sie hier zur 12. Sequenz der Excel-Sprechstunde. Gegenstand des Videos ist, wenn man Dinge bearbeitet, die sich regelmäßig wiederholen, nur immer mit anderen Datenbeständen, aber der Aufbau der Arbeitsmappe, der ist immer der gleiche, dann kann man das aufzeichnen. Sie können das, was hier verwendet wird, die Daten und das aufgezeichnete Makro auf meiner Webseite Konrad-Rennert-Sprechstunden herunterladen. Dort finden Sie neben weiteren Informationen auch den Verweis auf das ZIP-Archiv mit dem Namen excelsprechstunde.zip. Was hier aufgezeichnet werden soll und was ich dann bei ähnlichen Berichten oder bei gleich aufgebauten Berichten für andere Monate wiederholt, das ist hier zum Beispiel das, was Sie hier in der ersten Zeile sehen. Da sind Trennstriche, die ich immer wieder manuell wegmachen muss. Oder da muss umgebrochen werden und zentriert. Da müssen Spalten ausgeblendet werden. Die erste Zeile, die ist hier noch nicht fixiert, soll fixiert werden. Dann sehen wir hier in der Spalte C, dass da ein Dezimalpunkt, der durch ein Dezimalkomma ersetzt werden soll. Das sind also alles Dinge, die bei jedem neuen Bericht, den ich dann von YouTube bekomme, erneut gemacht werden müssen. Und das kostet natürlich viel Zeit, wenn ich häufig solche Berichte anschaue und aufbereite. Wenn das ein einmaliger Vorgang ist, dann lohnt sich sowas nicht. Aber wenn das regelmäßig vorkommt, dann macht das Erstellen von solchen Makros natürlich sehr viel Sinn. Diese Makros lassen sich aufzeichnen über diese kleine Schaltfläche hier unten links in der Statusleiste. Da sehen wir, steht hier rechts vom Bereit diese Schaltfläche. Und damit ich diese Makros auch leicht aufrufen kann und nicht immer über das Menü Ansicht Makros gehen muss, kann ich mir die in die Schnellstartleiste reinholen. Und das will ich jetzt auch machen. Ich gehe hier auf weitere Befehle, also weitere Befehle, die in die Schnellstartleiste gebracht werden sollen. Und da suche ich mir hier bei den verfügbaren Makros Anzeigen aus, steht hier, und klicke auf Hinzufügen. Und schon taucht das dann hier oben auf, wenn ich auf OK klicke. Und da sehen wir, hier ist dieses Symbol, Makros anzeigen, und das ist auch hier. Nur hier muss ich dann immer über das Register Ansicht gehen und da hinten suchen. Hier habe ich sofort im Blick. Und das kann ich immer dann nutzen, wenn ich eine Excel-Arbeitsmappe habe, wo Makros enthalten sind. Oder ich habe irgendeine Excel-Arbeitsmappe schon geöffnet, will ein Makro vielleicht in einer ganz anderen Arbeitsmappe auch zum Ablaufen bringen. So, das denn dazu, zur vorbereitenden Maßnahmen. Das hier ist ein einmaliger Akt, muss man also nur einmal da reinstellen und dann reicht das auch. Ich will also jetzt zeigen, wie diese Aktionen hier aufgezeichnet werden. Und damit ich da an dieser Tabelle nichts verändere, nehme ich auch erstmal die Daten 2018-05, mache davon eine Kopie, das ist immer gut, dann behält man das Original so, wie es ist, weil wenn dann hinterher alles läuft, dann kann man sich dann vielleicht auch überlegen, dass man diese Datentabelle, diese Daten 2018-05 gar nicht mehr braucht. Aber sicher ist sicher, jetzt habe ich eine Kopie und damit will ich arbeiten. Ab jetzt soll aufgezeichnet werden. Das geschieht dadurch, dass ich hier unten auf diese kleine Schaltfläche gehe und dann wird gefragt, wie das erste Makro heißen soll. Ich kann dem einen Namen geben, kann aber auch den Vorschlag so belassen. Das lasse ich jetzt erstmal so. Sie sollen ja das so überschaubar wie möglich bekommen. Und wenn man da nichts ändern muss, dann lassen wir das auch erstmal. Das kann man später immer noch umbenennen. Ich bestätige, dass das so heißen soll und klicke auf OK. Und dann geht's los mit dem Austauschen der weichen Trennstriche in der ersten Zeile. Ich habe die erste Zeile angeklickt und da sehen wir, hier taucht so ein weicher Trennstrich auf. Das ist nicht das Minuszeichen. Das ist ein weicher Trennstrich, wie man ihn bei Word mit Steuerung Bindestrich oder Steuerung Minus bekommt. Und der hat also da die Bedeutung, er wird nur verwendet, wenn man ihn am Zeilenende benötigt. Wenn ich diese Daten hier nach Word exportiere, wäre das wahrscheinlich genauso. Aber hier in Excel macht er gar keinen Sinn,
Da sieht er nur schlecht aus, weil Sie sehen das ja hier, da überall haben wir sowas. Video Links, Video ID, Video Title, überall steht sowas. Ich habe den also jetzt mit Steuerung C kopiert und jetzt kann ich den austauschen. Das geht dadurch, dass ich hier im Register Start auf Suchen und Auswählen gehe und dort wähle ich Ersetzen. Suchen nach. Jetzt füge ich den ein. Das, was ich eben kopiert habe, wird jetzt mit STRG V eingefügt. Also wenn ich da jetzt ein Minuszeichen reinschreibe, dann werde ich wahrscheinlich 10 Ersetzungen machen. Wenn ich hier das aus der Zwischenablage einfüge, das weiß ich, weil das der zweite Versuch ist, da muss dann, wenn ich hier unten bei Ersetzen durch nichts reinschreibe, wird der einfach entfernt, müssten 204 Mal vorkommen. Und da steht das auch, wie ich eben behauptet habe, weil ich das ja schon mal vorher geübt habe. So, dieses war der erste Teil. Jetzt wird der Umbruch gemacht. Die erste Zeile ist ja immer noch markiert. Deshalb kann ich also hier gleich den Textumbruch anklicken. Und Sie sehen, jetzt ist der höher gemacht worden. Und ich sehe auch, hier gibt es kaum noch Trennstriche, außer hier Infokarten-Teaser, das ist ein normales Minuszeichen oder ein Trennstrich, ein harter. Die anderen sind aber alle entfernt. Jetzt soll das Ganze noch ordentlich aussehen, dadurch, dass ich das horizontal zentriere, zentriert ausrichten und vertikal. Den Inhalt zentrieren, horizontal und vertikal, das sind diese beiden Schaltflächen. So, das reicht jetzt zur ersten Zeile. Jetzt sollen Spalten ausgeblendet werden. Klicke auf die Spalte, die ausgeblendet werden soll. Das ist G. Und ausgeblendet werden soll bis Spalte AA einschließlich. Die habe ich markiert. Drücke die rechte Maustaste, wähle Ausblenden. Mag ich Bewertung, die will ich sehen. Die nächsten Spalten von AC bis geteilte Inhalte ist die Spalte AH. Die will ich wieder sehen, aber AC bis AG werden ausgeblendet. Und was nach Kommentaren kommt von AJ bis AP, AP wäre die 42. Spalte, wird auch ausgeblendet. So, jetzt habe ich also diese Spalten, die mich interessieren. Ich habe noch genug Platz auf dem Bildschirm, um mir den Videotitel in voller Breite anschauen zu können. Dann werde ich gleich doppelt hier auf die Trennlinie zwischen A und B klicken. Damit wird automatisch die optimale Spaltenbreite für die Spalte A eingestellt. Ich bin jetzt fast fertig. Das, was ich jetzt noch machen möchte, ist den Dezimalpunkt und das Festhalten der ersten Zeile. Fangen wir damit an. Erste Zeile festhalten. Klicke auf den Anfang der zweiten Zeile. Gehe dort ins Register Ansicht und wähle dann aus Fenster fixieren, oberste Zeile fixieren. Also jetzt sehen Sie, kann ich nach unten rollen und sehe immer, was in der ersten Zeile als Spaltenüberschrift oder Feldname steht. So, das ist das war die vorletzte Aktion. Jetzt kommt noch das Austauschen des Punktes durch ein Komma, weil das soll ja eine Dezimalzahl sein, die ich auch weiter verarbeiten kann. Im Augenblick sind das einfach nur Texte, die da stehen. So, das geht jetzt auch wieder durch Start, Suchen und Auswählen, Ersetzen. Und da mache ich jetzt einen Punkt. Und den ersetze ich durch Komma und klicke auf Alle ersetzen. 475 Mal ist es passiert. Okay und schließen. Und wir sehen, die Zahlen stehen jetzt schön rechtsbündig darin. Und man sieht auch, dass hier unten diese Statistik, weil ja die ganze Spalte C markiert ist, da geführt wird zum Anschauen. Man sieht numerische Zahl 475, Anzahl 476, da ist die Überschrift mit bei und die Summe,
3843,48 Minuten. Gesamte Videolänge habe ich also hier in dieser Liste. So, das Makro ist jetzt fast fertig. Ich klicke jetzt nochmal in die Zelle A2 und will das dann auch gleich mal ausprobieren. Das könnte ich jetzt mit den gleichen Daten machen. Könnte natürlich auch, um mal zu zeigen, dass das mit einem anderen Datenbestand genauso geht, die Daten von 2018-04 kopieren. Das heißt, ich klicke da erstmal drauf, halte die Steuerungstaste jetzt gedrückt und ziehe dieses Register nach rechts. Dann wird eine zweite Kopie gemacht. Und in der zweiten Kopie brauche ich natürlich diesen Hinweis, was ich da eben an Aktionen aufzeichnen wollte, nicht mehr. Ich habe jetzt vergessen, das Makro zu beenden. Das fehlt noch. Hätte ich also beinahe vergessen. Ich schließe das jetzt hier mit einem Klick. Mit einem Klick hier auf das Kästchen. Und jetzt ist das Makro beendet. So, ich entferne jetzt das, was hier als Bild erscheint, mit der Entfernen-Taste. Und jetzt kann ich es ausführen. Voraussichtlich wird alles klappen, bis auf Dezimal, Punkt durch Komma wird auch noch ersetzt. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass das immer noch ein Text bleibt. Aber wollen wir uns überraschen lassen. Ich gehe hier auf die Schaltfläche und klicke auf Ausführen. Ja, und wir sehen, es ist ja das, was ich gerade gemacht habe. Blatt kopiert, ist wieder kopiert worden, aber auf dem zweiten, da ist alles so ausgeführt, ja, das, wo ich es gestartet habe, wie ich das wollte. Wir sehen jetzt schon, es gibt einen Grund, dieses Makro zu bearbeiten, weil ich möchte natürlich nicht jedes Mal hier eine Kopie anlegen. Wir sehen also, das ist jetzt, wenn ich hier drauf gehe, auf 3, starte das Makro, dann werden Sie gleich sehen, das wird hier alles auch entsprechend bearbeitet. Aber es wird dann auch gleich eine vierte Kopie geben. Also ich habe das Makro zu spät beendet. Aber dann kann ich Ihnen auch mal zeigen, wie man so ein Makro nachbearbeitet. Abgesehen davon ist auch gleich, wenn wir uns das anschauen, zwar das Komma erschienen in der Spalte C, aber es ist immer noch keine Zahl. Also noch einmal ausführen, damit Sie sehen, was da passiert. Zack. Und Daten 4 haben wir, aber 3 ist bearbeitet. So, jetzt soll das Makro nachbearbeitet werden. Dann sehen wir nämlich auch gleich, ob das denn auch so funktioniert. Dann kann ich nämlich hier die Blätter alle entfernen und dann zeigen, dass, wenn man in dem Makro manuell eingreift, eben auch was bewirken kann. Ich gehe hier über diese Schaltfläche und da wähle ich jetzt nicht ausführen, sondern bearbeiten. Und da sehen wir, was hier alles aufgezeichnet wurde. Diejenigen, die von den Zuschauern schon Makros genutzt haben, die sehen, hier kann man einiges rauswerfen, was sich hier wiederholt. Das macht aber nichts. Ich gehe hier mal nach unten und da gibt es jetzt das Blatt hier an der Stelle. Wird hier Blatt ausgewählt, das vierte. Ja, das wird ausgewählt, und also der vierte Monat. Und da will ich natürlich nicht, dass dieses hier immer gemacht wird. Ich habe also hier dieses Kopieren des Blattes, steht ja hier, Select und Copy After Sheets, da wird es dann eingefügt. Das, was hier jetzt blau markiert ist, das ist überflüssig. Da ist das Bild, was ich da entferne, und da ist auch noch, dass ich dieses Blatt kopiere. Diese Zeilen brauche ich nicht, die entferne ich jetzt. Und dann testen wir mal, ob das Makro immer noch funktioniert. Ich verlasse das einfach durch Klick hier auf Schaltfläche und entferne jetzt erstmal alle, die ich hier angelegt habe. Makro wird ja jetzt nicht aufgezeichnet. Ich mache eine Kopie von dem ersten
Und jetzt habe ich also wieder eine zweite Kopie. Und jetzt wollen wir sehen, ob das funktioniert. Wenn ich hier draufklicke und wähle Ausführen, hat es funktioniert. Und es geht jetzt auch nicht mehr auf ein anderes Blatt. Also die Bearbeitung war erfolgreich. Und das werden Sie auch sehen, wenn ich hier den April nehme, kopiere den, mache hier die Grafik weg und führe es nochmal aus. Muss ja in gleicher Weise funktionieren. Makro 1 ausführen. Zack. So, war offensichtlich alles okay. Einen Schönheitsfehler hat es noch, liegt aber nicht am Aufzeichnen, sondern bei der Wiederholung, beim Abspielen, da ist hier dieses hier zwar vom Dezimalpunkt zum Komma geworden, aber die Zelle wird immer noch als Text interpretiert und ich kann hier in eine Zahl umwandeln einstellen, wie ich das ja schon mal, glaube ich, vorher gezeigt habe. Jetzt kann ich also sehen, hier, dieses, das sind Zahlen, die kann ich also auch unten in der Statusleiste nachverfolgen. Ich habe zwei numerische Zahlen und die Summe ist 24,9. Aber wenn ich hier oben drauf klicke und die anderen Zahlen mit einschließe, dann sehen wir, da wird nur die Anzahl 513 benannt. Die numerische Zahl ist aber nur 2, nämlich die 2, die ich umgewandelt habe. Das hat also beim Aufzeichnen des Makros nicht funktioniert. Das muss man dann manuell beheben. Aber das wird dann Gegenstand im nächsten Video sein, wo dann die Programmierung von Visual Basic dann zum Gegenstand gemacht wird. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, meine Excel-Sprechstunde und die zugehörige E-Mail-Adresse ist hier nochmal genannt. Wir können da auch gerne eine Videokonferenz über solche Themen machen. Die erste Videokonferenz, die ist kostenlos. Wenn Sie das dann öfters machen möchten, also wiederholen möchten, dann können wir uns auch über ein angemessenes oder preiswertes Honorar unterhalten. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.